Hallo und herzlich willkommen zur 120. Folge von Forza Horizon 4. Ja, heute gibt es wieder mal eine kleine, ich hoffe nicht kleine, Special-Folge. Denn wie auch schon in Folge 100 werde ich heute 10 Autos auf meiner Teststrecke fahren. Und das erste wird auch schon, was ihr gerade seht, der Lamborghini Urus sein. Ich habe 10 Autos quer durchs Bild gemischt. Und noch als Anmerkung, die Autos, die ich heute fahre, bin ich alle schon in den Let's Play Folgen 1 bis 100 gefahren. Also habt ihr alle schon mal, also hoffentlich habt ihr alle schon mal ein Video gesehen, aber halt noch nicht auf der Teststrecke. Will ich mal ein paar davon auswählen. Das gleiche wird nochmal passieren, und zwar in Folge 140. Da werde ich auch nochmal 10 Autos aus dem Let's Play von Folge 1 bis Folge 100 fahren. Heute habe ich Autos bunt gemischt, von C-Klasse bis S2. Allerdings auch in der gemischten Reihenfolge. Wir fangen halt mit irgendwas an. Wir jetzt mal wieder, mal wird es langsamer, mal wird es schneller. Und ich sage heute mal nicht, welche Autos wir fahren. Es wird eine kleine Überraschung. Weil einige Zeiten haben nämlich doch, sei es positiv oder negativ, überrascht. Naja, wir werden mal sehen, was heute alles passieren wird. Den Anfang macht der Urus. Dann würde ich sagen, aber ich nicht lange. Und es geht auch schon direkt los. Also viel Spaß. Wie schon erwähnt, macht heute den Anfang der 2019er Lamborghini Urus. Den bin ich in Fortune Island gefahren, ich glaube 2 oder 3 Folgen sogar. Ja, der erste SUV von Lamborghini und auch eigentlich schon, wie sie behaupten, ein S-SUV. Ein Super Sport Vehicle, weil der halt so krass schnell ist, und das ist er auch. Das ist ja auch der schnellste SUV der Welt, was die Höchstgeschwindigkeit angeht. Ich glaube, das schafft knapp 305, 307 km/h. Und Platz 2, oder der alte Platz 1 war der Medley Bettega, der schafft 301. Also noch ein bisschen schneller, natürlich auch mehr Bums, bei 650 PS. Das ist schon echt eine Hausnummer. Und ja, der Wagen, der ist auch einfach ziemlich schnell. Der fährt sich auch einigermaßen okay. Ich meine, es ist ein SUV, der wiegt über 2 Tonnen. Aber fährt sich relativ leicht dafür. Und fährt sich auch sehr angenehm. Hätte ich nicht gedacht. Das macht wirklich Spaß. Fühlt sich auch schnell, fühlt sich sportlich an. Im Gegensatz auch zu vielen anderen SUVs, die fühlen sich halt so ein bisschen, naja, träge an, so ein bisschen, ja. Soll sportlich sein, ist aber so, nicht so befriedigend. Aber der fühlt sich schon Lambo-mäßig an. Natürlich fährt das Ding sich nicht wie ein Vulcano wie ein Aventador, das ist ja klar. Aber man merkt trotzdem, dass es nicht ein normaler SUV ist, dass das schon ein bisschen was Sportlicheres ist. Aber finde ich gut, und ich hoffe, die Zeit kann sich auch sehen lassen. Ja, die Zeit kann sich auch wirklich sehen lassen. Mit einer 2:49,570 befindet sich der Wagen zwischen dem Lotus 311 mit einer 2:49,436 und dem Continental Supersports 2:49,703. Fast so schnell wie ein Lotus 211. Das ist echt krass. Auf zum nächsten Auto. Der Urus war schwer und schnell, jetzt wird es ein wenig leichter, aber noch viel schneller. Der Bugatti Chiron. Ich muss es tun. Ich wollte einfach wissen, ob der Chiron was kann.
Und der kann auf jeden Fall was. Natürlich, der Allrad, der hilft dem Wagen ungemein, dass er sich für die Leistung, ich meine, das sind 1500 PS, dass er sich die halbwegs auf die Straße bringen kann. Und auch in den Kurven. Ein Auto, das knapp 2 Tonnen wiegt. Hut ab. Hut ab. Und dann einfach gerade sowieso, da bist du, kannst du bald ins All fliegen. Schnell wieder ist, das ist einfach unglaublich. Ich habe mich in fast keinem Auto bisher so erlebt. Also ich bin wirklich positiv überrascht, dass er sich so angenehm fährt. Trotz der Leistung. Ich ein paar Probleme mit Gas mal zwischendurch, so ein bisschen, wenn man zu früh auf dem Gas war. Wie früh man auf Gas gehen konnte. Wie viel man Gas geben kann und Vollgas geben kann. Ohne dass der Wagen quer geht oder durchdreht. Hat man gut gemacht. Man ist ja auch bei so einem Auto mit so viel Leistung Allrad einzubauen. Warum das andere Hersteller nicht machen, bleibt mir ein Rätsel. Weil wenn man wirklich ein schnelles Auto bauen möchte, aber was kann, dann ist doch Allrad eigentlich einer der klügsten Ideen, gerade bei der Leistung. Aber naja, wohl ihr weiß, wie man es macht. Und ja, die Zeit sollte eigentlich auch ganz gut sein. So, der 2 Tonnen Chiron hat es geschafft für eine 2 Minuten 24,178. Damit ist das Auto über 4 Sekunden schneller als ein Koenigsegg Agera. Und nur 3 Sekunden langsamer als ein Pagani Huayra BC. Das finde ich in Ordnung. Das ist echt gut. Der Hyundai Veloster ist auch in der zweiten Generation ein etwas besonderes Auto. Was viele vielleicht gar nicht wissen, er hat auf einer Seite eine Tür, auf der anderen Seite 2 Türen. Fällt vielleicht, wenn man von hinten guckt oder von vorne nicht so wirklich auf, aber von der Seite. Man sieht es schon. Das ist auch irgendwie ziemlich komisch. Ich weiß auch nicht, warum sie es gemacht haben. Aber der Wagen finde ich trotzdem geil. Vor allem die aktuelle Generation, die auch im Spiel ist, der 2019er. Also die rückleuchtende Heckpartie, das sieht alles schon, sieht sehr, sehr geil aus. Gefällt mir echt gut, also designtechnisch. Genauso wie der i30N. Richtig geil, bis auf die Türen, das ist so ein bisschen komisch. Was das bringen soll, weiß ich wie gesagt nicht. Aber naja, es ist halt so. Und der Wagen fährt sich ziemlich gut. Auch ein schöner Motorsound. Passt natürlich, glaube ich, nicht zum echten, aber er ist cool. Vor allem ist er schnell. Ich finde, der ist ziemlich schnell. Wenn für so einen Kleinwagen ist das, oder Kompaktwagen, je nachdem, wenn man das sehen möchte, das ist schon ordentlich. Das ist mehr als ausreichend Leistung. Und noch in den Kurven, da kann der echt was. Also der ist schon wirklich sehr sportlich abgestimmt. Das ist nicht nur so ein kleines Auto mit ein bisschen Leistung, sondern die haben sich auch was dabei gedacht. Das auf die Straße zu bringen. Das haben sie echt gut gemacht. Hyundai, Daumen nach oben.
Und die Zeit ist auch ein ganz, ganz dicker Daumen nach oben. Eine 3 Minuten 8,822. Das ist damit das zweitschnellste Auto in der B-Klasse. Schneller als ein Mercedes W154 mit einem Li von 676. Also ca. 20 Punkte mehr. Das Ding wäre dann über eine Sekunde langsamer. Reicht nicht ganz ran an den Impreza mit 3 Minuten 6. Der hat aber auch nochmal 40 mehr Punkte ungefähr. Oder 40 Punkte mehr als der Hyundai. Deswegen, das ist vertretbar. Die Porsche-Fans werden jetzt aufatmen und ich auch. Natürlich muss auch der GT3 RS auf die Teststrecke. Natürlich der ganz aktuelle oder der aktuellste der Generation 991.2. Das ist so gesehen auch eigentlich mein Lieblingsauto, was ich gerne mal so hätte. Also als Zweitwagen, nicht als Daily Driver das nicht, aber so als Zweitwagen, so zum Spaß haben, würde ich definitiv dann GT3 RS nehmen. Das ist einfach mein Traum. Und ja, der ist aber auch fucking schnell. Nicht nur bei Nordschleife, auch im Spiel ist das schon amtlich für nur 520 PS. Also auch, ich meine, Beschleunigung auch so oder so, einfach nur krank für die Leistung, durch erst recht Kurvenlage. Das ist ja das Spezialgebiet dieses Autos, es ist auf die Rennstrecke eigentlich gedacht. Aber noch Straßen zugelassen. Wie schnell du die Kurven fahren kannst, mit der Geschwindigkeit. Boah, das ist echt krass. Was ich aber sagen muss, teilweise, weil, wenn ich ganz schnelle Kurven fahre und voll einlenke, dann bricht das Heck manchmal aus und verliert einfach so ganz plötzlich Grip hinter Achse. Dann bricht mir das Heck weg und dann ist nicht so gut. Na klar, das meiste liegt mit dem Auto hinten, Motor hinten, Getriebe hinten, Antriebsachse ist hinten. Ist manchmal ein bisschen kritisch, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber sonst einfach nur geil das Auto. Ich meine, optisch sowieso eine absolute Granate. Kann man nichts meckern. Zeit ist doch gar nicht ganz so gut, wie ich gedacht hatte. Es ist geworden eine 2 Minuten 31,018. Ist schneller als die Viper ACR, aber langsamer als ein Agera. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte schon, der GT3 wäre schon so schnell wie ein Agera ungefähr. Weil es ja vom Leistungsindex ungefähr passen müsste. Dass da immer noch knapp 2,5 Sekunden zwischenliegen, hätte ich nicht gedacht. Aber trotzdem natürlich eine gute Zeit. Eine meiner Lieblingslimousinen ist der Alfa Romeo Giulia oder die Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, quasi die sportlichste Variante. Das Ding finde ich halt echt geil. Auch preis-leistungsmäßig ist das schon sehr, sehr gut. Ich meine, was so vergleichbare deutsche Fabriken gerade kosten würden, vielleicht so, naja, M3 CS, ja, vielleicht, aber ein C63S als Limousine oder sowas. Was weiß ich von Audi irgendwas. Also preislich ist das Ding schon, klar, ist viel Geld, aber vielleicht anderen Autos ist das schon echt geil. Auch ein ziemlich geiles Auto. Schön für Leistung, geiler Sound, 8-Gang-Automatik. Optik, die ich sehr geil finde. Ich sage sogar mit, aktuell so der schönste Alpha, den ich kenne. Vielleicht sogar von allen Alphas, die ich kenne, so der schönste. Sieht echt geil aus. Und fällt sich auch ziemlich gut. Wir haben hier leider im Spiel nur die Version mit 6-Gang-Handschaltung, nicht die 8-Gang-Automatik, die wahrscheinlich auch noch etwas schneller wäre. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ja, das Ding ist schon schnell, klar. Man merkt auch, dass das nur 510 PS sind. Wenn der so 56 PS und Allrad, natürlich, dass der so ein bisschen mehr abgeht, ist ja eigentlich wohl klar. Und hier konnte ich in Supersports auch mal 600 PS, was ich hier alles so gefahren bin. Das sind schon ganz andere Kracher, die hier mitfahren. Aber doch, das ist ein geiles Teil. Kurvenlage, ja. Es ist eine Limousine. Es ist kein Rennwagen.
Sollte man aber denken, es ist eine, können vier Personen gut sitzen, vielleicht sogar fünf, ich weiß es nicht. Es ist immerhin eine 2:50,063 geworden. Damit ist der Wagen ca. 0,3 Sekunden schneller als ein BMW M4, aber auch ca. 0,3 Sekunden langsamer als ein Continental Supersports. Ich denke, das ist verträglich so. Die Zeit ist so, ist in Ordnung. Habe ich so ungefähr mit gerechnet, so zwischen so Continental und M4 oder so in dieser Gegend. Das passt. Was gibt es Schnelleres als einen GT3 RS? Richtig, einen GT2 RS. Natürlich muss auch, aber ich meine, wenn schon GT3, dann auch GT2. Entweder beide oder gar nicht, ne? Das ist ja klar. Ja, GT2 RS ist das aktuell schnellste Auto auf der Nordschleife. Als Manta Racing Version. Jetzt war es der normale, dann kam der Aventador S4J. Hat seinen Rekord der Porsche wieder zurückgeholt mit dem GT2 RS von Manta Racing. Auch noch ein Serienmodell. Und er fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen schneller als der GT3. Vor allem auf der Geraden, obwohl es da gar nicht mal so krass ist. Der hauptsächlich macht er durch die Geraden was gut, falls er was gut macht. Es kommt mir zumindest so vor, dass er da ein bisschen schneller ist. Ich meine, klar, der hat mehr Leistung. Ein bisschen mehr Leistung. Der Wagen hat im Spiel nicht so viele Punkte. Also der GT3 hat 915 Punkte und der GT2 hat nur 910. Ich bin ein bisschen verwundert, warum der GT2 weniger Punkte hat. Fühlt sich schneller an. Ja, mal gucken, was die Zeit so sagt. Aber fährt sich natürlich, fährt sich geil. Meine Vermutungen haben sich bestätigt, der Wagen ist rund eine Sekunde schneller als der GT3 RS mit einer 2:30,083, ist aber immer noch 1,5 Sekunden langsamer als der Agera, immer noch. Also war der Agera doch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Naja, aber GT2 schneller als GT3 trotz weniger Punkte, ist auch in echt so, auf den echten Anstecken ist der GT2 auch schneller, aber im Spiel muss man ja mal ein bisschen gucken, ist ja alles ein bisschen anders.
der Camaro Z11. Ihr hat mir im Let's Play wirklich besonders gut gefallen. Also er fuhr sich auf der Rennstrecke erstaunlich angenehm. Er war sehr schnell, die Kurvenlage war extrem, weil auch Bremsen, Handling, wirklich kaum Traktionsverlust, das war echt richtig, richtig geil. Das gleiche ist auch mit meiner Teststrecke so. Wie geil ich die Kurven nehmen kann, auch das fuhr sich richtig, richtig geil. Es hat so viel Spaß gemacht, diesen Wagen hier zu fahren. Bin danach sogar einfach nochmal ein Rennen gefahren direkt. Hat natürlich von der Zeit nicht gezählt, habe ich nicht gewertet oder auch nicht aufgenommen. Macht einfach so viel Spaß, mit diesem Auto zu fahren. Fährt sich wirklich so angenehm, das ist einfach nur der Wahnsinn. Und das immer, ja, diese V8 hier, Muscle Cars, können nur geradeaus, können Wheelspin, Kurven können sie nichts. Und ob der was kann, das fährt sich sau, sau geil. So geiler als mancher Porsche. Das sag ich als Porsche-Fan. Und das muss schon was heißen. Die Zeit ist auch dementsprechend beachtlich. Eine 2 Minuten 38,792 ist der Wagen gefahren. Und damit gerade mal 1,5 Sekunden langsamer als ein R8 V10 Plus. Aber deutlich schneller als TVR Griffith und 911 Carrera S. Das Cover Car von Horizon 4, der McLaren Senna, ist doch mit eines der schnellsten Serienautos im Spiel. Einfach nur ein krankes Teil. Optisch, naja, spalten sich die Meinungen doch sehr. Aber performance-technisch ist das Ding echt ein Brett. Ja, klar, viel Leistung, sehr wenig Gewicht, ausgeklügelte Aerodynamik. Das ist ja wirklich abnormal, was dieses Auto an Geschwindigkeiten schafft. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Das Ganze geht aber noch relativ einfach zu fahren. Also der Grip auch in den Kurven und so, im Ausschulden, das ist schon gut. Man muss ein bisschen aufpassen. Man darf nicht wie bekloppt einmal zu das Gaspedal aufgehen. Wenn man aber ein bisschen vorsichtig ist, dann kann man damit echt richtig schnell fahren. Und teilweise schneller, als man sich das vorstellen kann. Ich glaube, bei einigen Kurven würde es noch schneller gehen, aber habe ich nicht mehr getraut. Ich hatte einfach zu viel Respekt vor dem Auto. Ich habe es nicht zugetraut, aber es ging ganz schnell. Doch, ich denke, meine Runde war schon eigentlich ganz in Ordnung. Also ich bin schon, glaube ich, einen ganz guten Speed gefahren. Ja, mal gucken, ob die Zeit reicht für den neuen König auf der Rennstrecke oder auf der Teststrecke. Oder reicht es nicht für ihn, sondern bleibt einfach gar nicht vorne.
Es reicht und zwar sowas von eine 2 Minuten 18,839. Damit also fast 3 Sekunden schneller als der Huayra BC. Alter, bam, Junge. Das ist doch geil. Danach König der Teststrecke, der McLaren Senna. Habe ich irgendwie mit gerechnet. Aber 2 Minuten 18er Zeit, boah. Also nochmal 3 Sekunden schneller als ein Huayra BC. Das sind Welten dazwischen. Das ist nicht nur so, ah ja, die 3 Sekunden. Das ist ein riesen Unterschied. Vor allem bei der kurzen Runde. Das ist geil. Also Glückwunsch McLaren, du bist der neue König. Bleibt aber die Frage, wie lange noch? Die Nummer 9 für heute ist der Infiniti Q60. Das Auto bin ich mal als Driftauto gefahren und habe dann die Driftzone im Spiel gemacht. Das sieht sich auch echt gut driften, muss ich sagen. Das war damals echt schön, auch ein bisschen ein anderes Auto. Ich habe nämlich nicht so viel auf dem Schirm, ist nicht so das bekannte Auto, so, ja, so ich fand da ja BMW oder so. Das war irgendwie eine CDC-Klasse, so, das kennt irgendwie jeder. War ein Q60, das hat, glaube ich, haben nicht so viele auf dem Schirm. Aber ist ein cooles Auto. Hat hier im Spiel erstaunlich viel Wheelspin. Auch so beim Schalten, so zweiter und dritter Gang. Oder beim Mostenschleunigen so, da hapert es noch ein bisschen. Sonst fährt sich der Wagen eigentlich ganz gut. Auch für die Leistung. Ich meine, der hat jetzt nur, glaube ich, irgendwie 400 PS. Das ist natürlich nicht überkrasse Beschleunigung. Dafür geht schon gut ab. Hat einen schönen Sound, schöner Motor, schönes Getriebe. Bisschen komische Übersetzung. Auch so geht's mir ein bisschen. Aber naja. Mal gucken. Zeitentechnisch liegen wir bei einer 2 Minuten 56,777, weil ein Auto zwischen dem Alfa Romeo 8C und dem Opel Manta, da war bisher keine Lücke, obwohl die Zeit dazwischen 12 Sekunden, ja, nee, 3, 2, 1. Zeitentechnisch bin ich bei einer 2 Minuten 56,777, das liegt zwischen dem Alfa Romeo 8C und dem Opel Manta 400. Ja, ganz gute Zeit, kann man machen. Das letzte Auto für heute ist wohl wahrscheinlich auch mein liebstes Auto. Auch das, was ich mir wahrscheinlich am meisten leisten kann. Es ist natürlich mein guter VW Corrado VR6. Das ist ein 95er Baujahr. Ach ja, damals der Forza Horizon 1. Das ist einfach geil. Deswegen liebe ich diesen Wagen einfach. Das ist echt ein cooles Auto. Würde ich auch gerne in heutigen Zeit mal wieder haben, sowas von VW. Wäre echt cool, wenn es sowas mal wieder geben würde. So schönes so Coupé oder sowas. So mit dem VR6 und so. Noch damaligen Verhältnis eine ziemlich gute Ausstattung, die der Wagen hatte. Das hätte ich wirklich gerne mal wieder. Aber natürlich im Vergleich zu den anderen Autos heute, der ist einfach langsam. Der ist ziemlich, ziemlich langsam. Ich meine, dafür ist es halt eigentlich ein normales Auto. Ein kleines bisschen mehr Leistung.
Der hat, glaube ich, so 170, 180 PS. Ich meine, da kann man nicht die Welt erwarten. Immerhin, macht mir Spaß. Er hat sich soweit ganz gut gefahren. Oh, der Sound. Sound finde ich geil. Schon der V6 Motor, das kann vorgehen. Die Zeit überrascht sogar ein wenig mit einem Leistungsindex von 535 Punkten. Für das zweitniedrigste nach der Limousine, Cadillac, mit 329,743. Das ist sogar schneller als der Realia Type D und der hat fast 600 Punkte. Also vom LI her ist er für seinen LI schon verdammt schnell. Oder der Cadillac ist einfach nur ziemlich langsam. So eine Mischung aus beiden wahrscheinlich. Finde ich ordentlich. Das ist auch nicht viel langsamer als der Chevrolet Colorado ZR2. Das finde ich in Ordnung. Gute Zeit. Daumen hoch. Das waren auch schon 10 Autos, von denen heute der McLaren Senna der beste war. Mit einer 2 Minuten 18,839. Nicht nur König der heutigen Folge, sondern auch bis jetzt King of all time auf meiner Teststrecke. Eine wunderbare Zeit, finde ich. Ein wunderbares Auto. Aber mal gucken, wie lange das noch sein wird. Vielleicht wird es auch noch ein schnelleres Auto geben. Mal gucken. Naja. In Folge 140 wird es das Ganze nochmal geben, da werde ich wieder mal 10 Autos fahren, wieder aus dem Let's Play. Auch wieder einige Kracher dabei, diesmal denn von C bis S1 Klasse. Das kann ich schon mal sagen, also Autos stehen auch schon fest, was ich fahren werde. Also schon echt ein paar coole Dinger dabei. Tja, also Link zur Teststrecke ist wie immer in der Videobeschreibung, falls ihr es noch nicht wisst. Dann würde ich sagen, war es das für heute, dann geht es beim nächsten Mal wieder normal weiter, Folge 121 wieder ganz normal. Aber es wird noch bis 140 wird es noch ein Special geben. Aber da sage ich mal noch nichts zu. Ich sage nur vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.